Alfred Vianden, jetzt haben wir so ein bisschen festgestellt, auch wenn man so die Reaktionen der Medien anschaut, ich habe so das Gefühl, es kommt so ein ganz kleines bisschen ein Umschwung, der momentan stattfindet. Die WM läuft noch weiterhin, ganz klarer Fall. Samstag Spiel um Platz 3, Sonntag dann das große Finale, auf das wir uns auch alle schon sehr freuen. Aber es kommt auch jetzt so ein ganz kleines bisschen schon, auch so habe ich das selber das Gefühl von Männerseite, so ein kleines bisschen die Affinitäten, ne? Da waren die Mädels doch ganz schön forsch, auch so in Sachen Werbung, was von Seiten des DFBs gelaufen ist. Dritte Plätze, das ist was für Männer. Müssen wir da ein bisschen befürchten, dass das, was wir uns daraus erhofft haben, durch die Frauen-WM, auch im Bereich Nachhaltigkeit, die ganz große Begeisterung, dass durch das relativ frühe und überraschende Ausscheiden so ein bisschen der Erfolg jetzt gefährdet ist? Ja, ich glaube, das kann man nicht ausschließen. Das ist fast ein bisschen normal. Uns alle hat die Enttäuschung, glaube ich, tief gepackt. Sandra Mennert hat das gerade gesagt. Aber umso größer ist für uns alle die Herausforderung in unseren Verbänden, in den Bundesliga-Vereinen, die Frauen- und Mädchenfußball anbieten, zu sagen, jetzt erst recht. Denn es darf nicht passieren, dass durch dieses frühe Ausscheiden die Nachhaltigkeit, die wir alle erreichen wollen, verloren geht. Ich glaube, es ist nicht leichter geworden, aber das ist alles zu schaffen. Wir müssen gemeinsam, das fängt beim DFB an und hört bei uns in den Landesverbänden aus, die Arbeit an der Basis fortsetzen, müssen Begeisterung für diesen Frauen- und Mädchenfußball wecken. Und ich glaube, dann werden wir das auch schaffen. Und wenn ich sehe, welche Chancen sich da bieten, glaube ich, dann ist das zu packen. Stichwort Chancen und damit Frage an Wolfgang Holzhäuser. Wir machen Staffel. Ah, sehr gut. Mikrofon ist schon da. Wenn wir uns auch einfach so das Publikum anschauen, was jetzt in der Bay-Arena war bei den WM-Spielen. Frau Schäfer hat es vorhin schon angesprochen. Es waren ja unheimlich viele Familien da. Es war eine ganz besondere Stimmung, die wir eigentlich bundesweit auch erlebt haben in den Stadien. Auch ein unheimliches Potenzial, was wir da halt eben einfach erlebt haben. Also wirklich ganz friedliche Fußballspiele, die man gesehen hat. Es wurde richtig gefeiert. Internationales Zusammenkommen. Wie hat Ihnen das gefallen, einfach so im Unterschied zu dem, was wir sonst normalerweise in der Bay-Arena erleben? In der Bundesliga oder jetzt auch in der nächsten Saison wieder in der Champions League? Ja, ich glaube, das lässt sich nicht vergleichen. Das Zuschauerpublikum, Publikum ist ja etwas ganz anderes. Beim Frauenfußball habe ich festgestellt, Sie haben das mit Recht gesagt, das sind junge Leute, Familien, die ins Stadion kommen, um zu feiern, Fußball zu sehen, aber auch zu feiern. Im Männerfußball ist es ein klein wenig anders, das Publikum ist ein anderes. Da sind zwar auch inzwischen viele junge Leute, auch viele Mädels, aber das Zielpublikum der Frauen ist ein anderes. Das hat sich für meine Begriffe die WM gezeigt. Und es wird eine Aufgabe des Verbandes des DFB und seiner ihm angehörenden Landesverbände sein, dieses Zielpublikum zu fangen und zu binden und auch zur Frauen-Bundesliga zu führen. Das wird die eigentliche Aufgabe sein. Wo Sie gerade die Bundesliga angesprochen haben, wie geht es hier mit unserer Mannschaft weiter? Das ist natürlich meine ganz persönliche, neugierige Frage, aber ich bin mir ganz sicher, das werden mit Sicherheit heute Abend auch einige wissen. Die Bundesliga-Mannschaft bei uns und Doreen Meyer ist ja ebenfalls mit am Start heute als erfolgreiche Trainerin, hat ja in der ersten Bundesliga-Saison den Klassenerhalt auch geschafft. Jetzt schauen wir auf die nächste Saison. Und die Mädels sind ja richtig fit unterwegs. Wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen internationale Erfolge schon von den Nachwuchsspielerinnen. Wie geht's weiter? Was planen Sie mit den Damen hier bei uns in Leverkusen? Ja, es wird weitergehen, ganz klar. Wir sind mit unseren Mädels sehr, sehr zufrieden. Nicht nur über ihre sportliche Leistung, sondern auch über ihr Auftreten. Ihre Repräsentanz für den TSV Bayern und für Leverkusen. Denn die starten ja als TSV Bayern und für Leverkusen. Die Fußball GmbH ist, wenn man so will, der Geschäftsbesorger, sagen die Juristen dazu. Wir sind da ganz stolz drauf, dass die Truppe an der Spitze mit Doreen Meyer, wir haben internationale Spielerinnen dabei, unser Konzept mit jungen, hochtalentierten, jungen Spielerinnen in der Mannschaft aufzubauen, zusammenzuhalten, ist bisher gut aufgegangen. Das werden wir auch weiter verfolgen. Natürlich, ich habe gerade eben gehört, wir haben durchaus Angebote, tut sich im Frauenfußball inzwischen auch so eine Clique von Beratern breit machen. Nationalspielerinnen, die gerne bei uns spielen würden. Wir bleiben bei unserem Konzept, junge, nette, hübsche, gute fußballspielende Mädels weiter zusammenzuholen und hier die Bundesliga zu erhalten. Und Doreen wird auch keinen Druck von uns bekommen, da möglicherweise die Phalanx der Großen, Potsdam, Duisburg, Frankfurt und jetzt wird wohl Wolfsburg dazukommen, die relativ stark finanziell sich engagieren. Wenn wir im Verfolgerfeld Erster sind, bin ich sehr zufrieden. Aber auf jeden Fall, die Unterstützung ist da im Verfolgerfeld Erster. Und dann schauen wir einfach mal, wo es nach oben noch hochgeht. Werner Stürmann, jetzt ist in Nordrhein-Westfalen für uns die WM schon gelaufen, wenn wir jetzt einfach mal so ein ganz kleines bisschen Revue passieren. Was nimmt Nordrhein-Westfalen durch die WM mit? Ja, erstmal die
Erkenntnis, dass wenn wir alle sehr gut zusammenarbeiten, ich meine die Städte, die Austragungsorte, die Verbände, das Land, die verschiedenen Institutionen, wenn wir gut zusammenarbeiten, dass wir ein Ereignis richtig so gestalten können, dass alle davon profitieren. Das finde ich erstmal das Wichtigste. Man muss zusammenarbeiten und man muss alle seine Potenziale dann dort einbringen. Das Zweite ist, was wir mitbringen, dass Mädchen- und Frauenfußball ein ganz, ganz großes Potenzial für den Sport insgesamt darstellen. Das haben viele wahrscheinlich vorher nicht so gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, trotz des, dass die Kurve jetzt durch das Ausscheiden der deutschen Mannschaft nicht ganz steil nach oben geht, dass sie aber nach oben geht. Und dass wir viel mehr Mädchen für den Frauenfußball, Mädchenfußball gewinnen können. Und ich glaube, es wird passieren. Wir haben, glaube ich, jetzt 320.000 Mädchen und Frauen, die in Vereinen Fußball spielen. Das wird mehr werden. Das wird für die Verbände und die Vereine eine große Herausforderung sein. Da wollen wir gerne helfen als Land. Und insbesondere wollen wir auch dazu beitragen, dass wir mit Fußball Mädchen erreichen, die sonst nicht zum Sport so leicht finden. Und da glaube ich, ist noch ein Riesenpotenzial, auch bei Mädchen mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Da kann wirklich noch was Tolles passieren, das werden wir unterstützen. Kann man direkt bei Sandra Minnert mal nachfragen, ganz nah dran und halt eben bei vielen, vielen Spielen, auch bei der deutschen Mannschaft selber mit dran, was Herr Stürmer gerade eben angesprochen hat, diese Begeisterung, die tatsächlich übergesprungen ist, dieser Funke, glaubst du selber auch, dass tatsächlich der DFB und die einzelnen Vereine und Verbände das jetzt im Nachhinein merken werden, dass tatsächlich sich mehr Mädchen und mehr junge Frauen noch dem Fußball zuwenden werden? Also ich denke auf jeden Fall. Also man hat alleine von der Euphorie jetzt während der WM gemerkt, was für eine Kulisse, welche Leute jetzt mittlerweile auch wirklich gerne zum Frauenfußball gehen und auch gerne ins Stadion vor Ort sind und wie viele Mädels. Also ich habe es nicht schon in den 3 Jahren gemerkt, auch jetzt während der WM. Die hören ja jetzt nicht einfach auf, weil die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Also ich glaube schon, es wird zwar kein einfacher Weg geben, Herr Wianten hat es genau richtig erwähnt, ist, wir haben natürlich alle gehofft, dass die Mädels bis zum Endspiel drinnen bleiben, dass die Euphorie so auch in die Bundesliga mitgenommen wird, aber es ist auch kein einfacher Weg. Also wie gesagt, es ist kein Selbstläufer. Die einzelnen Vereine können sich nicht auf die Verbände verlassen, auf den DFB verlassen, sondern es sind die Leute jetzt auch in dem Verein gefordert, die auch sagen, wir müssen was tun und müssen nicht immer nach draußen gucken, wo kommen die Sponsoren rein. Also da müssen die Leute in Vereinen und deswegen sage ich auch, ob das Leverkusen ist, wo Doreen, natürlich die auch gute Vorbilder haben, die auch eine Funktionsbasis haben, wo Leverkusen im Männerbereich gut ist. Da ist natürlich auch in manchen Vereinen noch einiges zu tun. Und da hoffe ich natürlich, dass die Vereine langsam hellhörig werden und sagen, wir machen mehr. Weil ich habe es selber erlebt, in den Vereinen, wo ich war, man kann keinen Bundesliga-Verein zwischen Tür und Angel führen. Und das ist einfach so, das müssen die Leute erkennen. Und ich glaube einfach mit dieser WM, mit diesem Schub nach dem Endspiel jetzt am Sonntag, und es wird bestimmt ein toller Abschluss werden, hoffe ich einfach, dass es weitergeht und dass auch die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt während den letzten Jahren gemacht haben, ob wir als Botschafter in die Schule und das wird der DFB auch in Zukunft weitermachen. Und warum? Dann wird es dort auch weitergehen. Also es werden schon die ein oder anderen Mädels anfangen, weiter Fußball spielen und die Vereine unterstützen und das wollen wir ja. Und das haben wir auch, glaube ich, mit der WM auch so geschafft. Und Herr Wian, dann genau. Dann wünschen wir uns einfach auch noch vermutlich noch mehr Vereine, die tatsächlich sagen, Mensch, Frauenfußball, das ist klasse oder auch für die Mädchen schon, für die niedrigeren Klassen, für die jüngeren Kinder entsprechend, da auch schon anzubieten, dass die Mädels sich zusammentun müssen und es halt eben nicht nur jungen Mannschaften gibt von Vereinsseite. Ja, das ist genau der Ansatz. Sie hat es eben gesagt, wir brauchen die Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein. Wir brauchen die Zusammenarbeit dieser beiden mit unseren Verbänden. Da müssen wir noch viel Arbeit leisten, das Problem. Aber insofern bin ich Herrn Stürmann dankbar, dass er sagt, doch wir wollen von Seiten der Politik unterstützen. Viele Vereine haben gerade an der Basis das Problem, dass ihnen Sportstätten fehlen. Die sagen, unser Platz ist schon ausgelastet, wir haben nur einen Platz. Wenn wir jetzt noch Frauen- oder Mädchenfußball anbieten, wie sollen wir das machen? Also wir müssen einmal die Strukturen schaffen im sportlichen Bereich, das heißt bei den Sportstätten. Wir müssen allerdings auch noch viel Überzeugungsarbeit bei unseren Vereinen an der Basis leisten, dass es für sie, ich komme mir dabei schon vor wie ein Wanderprediger, für eine einmalige Chance ist, mit dem Frauen- und Mädchenfußball die Lücken, die naturbedingt oder die durch die demografische Entwicklung entstehen, zu schließen. Aber eines steht für mich fest,
dieser Frauen- und Mädchenfußball ist etwas ganz Wunderbares. Den müssen wir völlig loslösen von dem Männerfußball oder von dem Unionfußball. Er ist eine völlig separate Sportart. Man darf es nicht vergleichen, aber eine wunderbare Sportart. Eine Chance in unserem Land, die wir nutzen müssen, Kinder zum Sport und vor allen Dingen Mädchen zum Sport zu bringen. Die Begeisterung hier in den Stadien in Deutschland hat das doch bewiesen. Und ich glaube, dafür sich einzusetzen, das lohnt sich jedenfalls. Ich mit meinem Verband und mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Kreisen, wir werden alles dafür tun, dass wir diesen Trend wirklich fördern und dass wir die Chance, die die WM uns geboten hat, egal, auch wenn wir nicht Weltmeister geworden sind, nutzen werden. Das verspreche ich Ihnen. Das ist wunderbar, Herr Holzhäuser. Aha, ausgetrickst. Sie haben gerade eben... Ja, Fall herrschend genickt gerade eben dazu. Ich will noch mal sagen, zu dem Ausscheiden unserer Mannschaft, unserer Begeisterung in der Bevölkerung bei den jungen Mädels, die dann stark dem Frauenfußball, dem Mädelsfußball jetzt entgegenströmen. Das hat mit dem Ausscheiden der Mannschaft wenig zu tun. Wir sind alle unglaublich enttäuscht, dass unsere Mannschaft so relativ früh ausgeschieden ist. Aber bitte lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir haben uns vielleicht alle ein bisschen blenden lassen von den hervorragenden Ergebnissen der Mannschaft im Vorfeld. Ich habe hier gegen den Afrikameister Nigeria ein Spiel, ist dann schon nach 12 Minuten schon das 4-0 für unsere Mannschaft. Da dachte ich, um Gottes Willen, das ist ja fast wie beim Rodeln, da rodeln nur Deutsche mit. Also, aber da haben wir uns alle ein bisschen blenden lassen, aber was ist denn schon passiert? Wir sind im K.O.-System 1-0 ausgeschieden. Entschuldigung, Bayern München ist gegen Vestenbergskreuth auch schon mal 1-0 in Pokal ausgeschieden und es wird immer noch Fußball gespielt. Also da soll man mal die Kirche ein bisschen Dorf lassen. Und ich habe auch etwas dagegen, dass jetzt alles in Frage gestellt, was vorher richtig war. Es ist sicherlich einiges zu kritisieren, auch Dinge, die ich im Vorfeld kritisiert habe, die ich jetzt nicht wiederholen will. Aber jetzt im Nachhinein alles in Frage zu stellen, eine Bundestrainerin in Frage zu stellen, die bis dahin kein einziges Spiel verloren hat, das halte ich für schizophren. Und ich bin auch froh, dass der DFB an der Spitze mit Theo Zwanziger und mit seinen Landesverbandsfürsten, sorry Herr Fianten, mit den Landesverbandsfürsten an die Sache vernünftig rangehen, rational rangehen und dann eben versuchen, trotz des Ausscheidens, das, was hier als Euphorie in der Bevölkerung entstanden ist, auch auf den Bundesliga-Fußball der Frauen zu übertragen. Aber die Reaktion und die Resonanz, die man jetzt merkt, das ist doch vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass der Frauenfußball mittlerweile schon ein Niveau erreicht hat und auch eine Bekanntheit erreicht hat und einen Stellenwert erreicht hat, wo zwar wieder dieser Vergleich zum Männerfußball kommt, aber trotzdem, den er vorher noch gar nicht hatte. Vorher wurde in dieser Art und Weise noch nicht über den Frauenfußball und über beispielsweise eine Silvia Knight diskutiert. Ja, das ist ja gerade das Positive. Herr Fian hat es eben richtig gesagt. Ich glaube, dass man in der Bevölkerung inzwischen erkannt hat, dass, oder die Bevölkerung internalisiert hat, wie man das so schön ausdrückt, dass der Frauenfußball ein ganz anderer Sport ist. Ein ganz anderer Sport ist, und wenn man das mal begriffen hat, sieht man auch diesen Frauenfußball in ganz anderen Augen. Ich vergleiche es immer mit dem Frauenhandball. Ich kann mich noch erinnern, ich komme aus dem Handballlager. Als die Frauen angefangen, Handball zu spielen, haben wir auch über die Schulter geguckt und haben gesagt, wenn die mal gegen uns antreten würden, die würden Schlag nicht hören. Ja, Entschuldigung, das ist doch falsch. Wenn man mal verstanden hat, dass die Frauen im Handball anders spielen und schöner spielen als die Männer, dann versteht man auch den Sport und das ist beim Frauenfußball genauso. Ich war zweimal hier, habe einige Vorbereitungsspiele gesehen. Ich war begeistert. Ich war begeistert von den Französinnen. Die haben mich gefreut, dass sie gegen England gewonnen haben, aus verschiedenen Gründen. Die haben erstens waren sie hübscher und zweitens haben sie besser gespielt. Muss ich schon sagen. Das ist richtig. Und wenn ich gestern die Japaner gesehen habe, mit welcher Selbstverständlichkeit die Schweden in der letzten Viertelstunde ausgespielt haben, das war schon ganz große Klasse. Es ist halt kein Männerfußball, es ist was anderes, aber richtig gut. Ganz zum Schluss würde ich von Ihnen gerne noch Ihren persönlichen Tipp haben fürs Finale. Sandra Minnert. Oh. Der Reihe nach. Also ich habe jetzt die Japaner jetzt zweimal hintereinander gesehen und die haben mich wirklich begeistert. Also das war wirklich toll anzusehen, was diese Mädels mit dem Ball und auch wie mit Leichtigkeit. Sie liegen 1-0 zurück und spielen ganz normal ihren Fußball weiter, sind so optimistisch. Aber auch USA, ich kenne dort die ein oder andere Spielerin. Ich habe noch 2003 mit ihr zusammen in den USA mit Abby Wambach gespielt. Da ist natürlich schon, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich hoffe einfach nur, dass es ein tolles Spiel gibt, dass die Zuschauer genauso mitgehen wie die letzten Spiele auch und dass wir einen tollen Abschluss kriegen und ja, der Bessere soll gewinnen. Du legst dich nicht fest, Herr Holzhäuser. Ja, also ich glaube, die Japanerinnen sind schon sehr, sehr stark. Also das, was sie abgeleistet haben, sowohl gegen unsere Truppe als auch jetzt gegen Schweden, das war schon gut. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Mädels aus der USA die Japanerin schlagen können. Also mein Tipp ist ganz klar Japan. Herr Stürmer. Ich schließe mich an. Ich hätte, gut, okay, es ist, glaube ich, so,
wenn die Japanerinnen es schaffen, ihr Spiel so durchzuziehen, wie sie es jetzt im letzten Spiel gemacht haben, dann kann man auch gegen die sehr körperlich sehr starken Amerikaner gut gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass es so ausgeht. Ich dachte, Sie fragen mich nach dem Ausgang des Pokalendspiels der Frauen in Köln im nächsten Jahr. Da hätte ich eine richtige Antwort gehabt, denn wir haben das Pokalendspiel bis 2015 in Nordrhein-Westfalen in Köln. Das muss ich einfach nochmal loswerden, auch wenn wir nicht in Köln sind, aber immerhin in Leverkusen, ist ja nicht ganz weit entfernt. Und das haben wir auch in dem letzten Jahr, jawohl, da kommt der Applaus. Und das haben wir auch im letzten Jahr zum ersten Mal auch schon wunderbar erlebt, was da für eine super tolle Stimmung war in Köln. Also das ist, glaube ich, mit Sicherheit genau der richtige Weg gewesen, das vom Pokal-Endspiel der Männer auch zu trennen und eine eigenständige Veranstaltung dort zu machen. Und ich denke, die sind in Köln sehr gut aufgehoben. Herr Wianten, Ihr Tipp für Sonntag? Ja, wenn die Amerikanerinnen aus den Fehlern, die die Deutschen und die Schweden gemacht haben, lernen und mehr über die Flügel spielen, vor allen Dingen aufhören, den Ball ständig nach vorne zu drechen und lange Bälle zu spielen, glaube ich, haben sie durchaus eine Chance. Andererseits, Japanerinnen haben bewiesen, dass sie Fußball spielen können. Herr Holzhauser hat es gesagt. Ich bin da völlig offen. Ich gönne jedem den Sieg. Wunderbar. Ich tippe jetzt einfach mal dagegen. Ich tippe jetzt mal auf die USA und wir sprechen uns dann nächste Woche alle wieder. Ganz herzlichen Dank, Sandra Minnert, Wolfgang Holzhäuser, Werner Stürmann und Alfred Wianden. Vielen Dank. Dankeschön.